So. So, das kommt auch noch weg. Die Ausdauer könnte noch ein bisschen länger halten, ne? Ja, das stimmt. Dass ich nicht einfach drei Bäume mit einem Atemzug hinwegfegen kann, das irritiert mich. Ich hätte gerne eine Kettensäge, jetzt schon. Ja, ne? Ja. Haha, One-Hit-Wonder. Okay, der Wald ist wirklich aber schon weg. Ich habe das Gefühl, die Bäume wachsen nicht nach. Ich glaube, mir war so, dass die dann doch vielleicht nicht nachwachsen. Also es hat jemand geschrieben gehabt, man kann auf jeden Fall welche nachbauen, also nachsetzen, also ne, weißt du, was ich meine? Dauert bestimmt lange, bis die wachsen, ne? Ja, das könnte halt sein, ne? Ich meine, die Wiese sieht schön aus, so ohne Bäume. Ja, das stimmt. Hand aufs Herz. Bäume verschandeln auch manchmal so ein bisschen die Aussicht halt auch, ne? Hand aufs Herz. So, okay, grober Holzblock. So. Geil. So, wupp. Wenn man reinkommt, macht's richtig Spaß. Bitte? Tobi, wenn man reinkommt, macht's richtig Spaß. Oh, das sitzt nicht so richtig. Hier ist eine Säule, da ist eine Decke. Okay, ich probiere mal kurz rum. Aha. Ist das die Höhe? Ja, 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 ja. Türrahmen. Türrahmen haben wir auch. So, da? Ja, ja, ich lese gerade den Fertigkeitenbaum und welche Richtung man hier gehen kann. Mhm. Also man kann hier Holzfäller machen und dann kann man auch die Kondition erhöhen. Hast du dich entschieden? So. Weiß ich noch nicht. Sieht wirklich ein bisschen aus wie eine Bushaltestelle. So, Tobi, wann kommt der Bus? Hm? Wann kommt der Bus, Tobi? Oh. Weiß nicht, ich warte schon ewig. Ist eine deutsche Bushaltestelle, glaube ich. So, warte. Kann man hier auch vielleicht ein größeres, aber die... Okay. Fenster lieber weiter oben, aber das Fenster ist so schmal, ne? Das ist das Fenster genauso schmal. Ich hätte gern ein größeres Fenster. Mist. So. Machen wir zwei Fenster. Eigentlich müsste ich drei Fenster machen. Was kann man eigentlich an der Werkbank bauen? Kennst du meine neue Firma? Only Fenster? Okay. Wir leben das in dieser Welt, Tobi. Wir leben in dieser Welt. Mhm. So. Ich gleich nicht mehr. Ich gehe gleich nochmal zu dem Zombie von vorhin. So schlimm. So. Ich glaube, ich probiere mal. Okay, Tobi, ich muss mal was probieren. Ich wollte gerade BC drücken, um das abzureißen. Okay, warte. Wie kann ich das? Ich kann das so entfernen wieder, ne? Das ist gut. Das ist Fundament. Okay, ich bin gespannt, ob das funktioniert. Oh, du versuchst selber ein Fenster zu bauen? Ja. Das ist voll geil. Ich kann hier einfach pixeln. Ich kann das ganze Haus pixeln, wenn ich will. Das ist voll geil. Okay, krass. Ach, du hast vorhin einfach ganze Wände und das ist jetzt... Okay, wow. Du kannst große Wände nehmen, du kannst kleine Wände nehmen, aber du kannst auch alles einfach selber machen. Wow. Das ist voll geil. Ach du Scheiße. Das ist einfach insane. Deutscher Entwickler. Ja. Ich hatte die Tage irgendwann auf Twitter noch gelesen, so, ja, die deutsche Spiele spielen, die sterben alle aus.
Weiß ich nicht. Ja. Hä, wie cool. Scheinbar nicht alle. So, das ist halt echt geil. Ich würde vielleicht noch mal ein so ein Ding dazwischen machen eventuell. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder soll ich das aber so groß lassen? Ich würde vielleicht... Ja, ich meine, man kommt ja von draußen, kommen ja keine Viecher rein. Also von daher, why not? Könnte sein, dass es natürlich trotzdem kalt wird, ne? Müssen wir mal gucken. Ach so, meinst du? Weiß ich nicht. 1, 2, 3, 4. Und hier 1, 2, 3, 4. Okay, super. Ja, das ist schon gut. So, das ist schon gut. Okay, auf der anderen Seite lohnt sich fast noch mehr. Oh, ups. Das ging nicht, okay. Nein, das geht auch nicht. Okay, das funktioniert leider nicht. Bauen, okay, sonst gibt's da, okay. So, ja, einzelne Pixel entfernen geht auch, da. Oh. Einfach rechte Maustaste statt linke. Super easy. Okay, ich glaube, das Fleisch verdirbt nicht, ne? Das ist schon mal ein sehr geiles Feature. Ha, was? Tobi, was? Das, oder ich glaube zumindest, dass es nicht verdirbt. Findest du das nicht toll? Findest du das nicht gut, wenn Essen einfach nach 10 Minuten direkt abläuft und dann ist alles wieder Nein. weg? Nein. Und man ist ständig gezwungen, wieder Nachschub zu holen? Es sind auch immer die Spiele, wo das Essen sofort verdirbt. Wo du halt einfach gefühlt irgendwie so eine halbe Hühnerfarm fressen musst, bis du endlich mal satt bist. Mmh. Oh ja. Und dann hält das ja, fünf Minuten ja. Und dann musst du schon wieder losziehen. Boah, ich hasse solche Spiele mittlerweile. Ja, fühle ich sehr. Und dann hast du in dem Spiel nicht mal irgendwelche niedlichen Kreaturen, die für dich das Essen herstellen können. In freiwilligen Spaßcamps. Okay. Ich mache jetzt die Wand hier mal komplett selber, nur mal so testweise. Um zu gucken. 1, 2, 3, 4 müsste, ne? 1, 2, 3. Okay, einer muss noch. Okay, das ist schon geil. Na, ihr kleinen Ziegenmänner. Und dann habe ich auf der Höhe einfach... Okay, auf der Höhe einfach weiter. Das ist voll geil. Okay, dauert ein bisschen. Ich mach, ganz ehrlich, ich werde das mit dem Pixel werde ich nicht immer machen. Das dauert echt lange. Ist geil, dass es geht. Aber ich würde hier noch so einen stundenlang rumhängen. So. Das ist tot. Tobi, warum? Ich find's geil, dass es geht. Hui! Yay! Ach, ich hab, das war nur... Okay, Tiere verlieren auch manchmal nur Fell. Okay. So. Oder braucht man irgendein Werkzeug, um Tiere quasi zu häuten oder Fleisch daraus zu bekommen? Oh, das kann sein, dass wir vielleicht später noch irgendwie Messer brauchen oder so. Das weiß ich nicht. So. Okay. Okay, was ist denn jetzt? Türrahmen. Ach, hier, Türrahmen. Das hier ist auch ein Türrahmen, okay. Man kann also auch größere Türen machen. Oh, man kann Säulen machen. Das ist ein Hauptgewinn. So, da ist die Decke. Doch, passt. Okay, super. Ach, und ich kann auch so bauen. Und es kostet dann, glaube ich, weniger Blöcke, oder? So. Na gut, das ist schon geil. Okay, ich mache hier einfach mal eine Wand rein und dann haben wir das, Ding schon mal. Wir sollen ja einfach nur bauen und dann haben wir das schon mal fertig. Ist ja schon mal schön. Okay, hier kann man tatsächlich, man kann ja wirklich da unten Terrain auswählen. Hast du das schon gemacht? Was denn? Also hast du mal Alt beim Baumenü gedrückt? Ja, klar. Okay, weil unten kannst du Terrain auswählen, da kannst du einfach neue Sachen bauen. Also Erde und sowas halt auch, ne? Oh, okay, das habe ich noch nicht getestet, aber... Ups, wie cool. Crazy. Warte. Wow. Schade, ich kann keinen Felsen mehr bauen. Sag mal. Warte. So. So. Mach mal einfach den hier. So. Steile Rampe. Oh geil, wir können Skateparks bauen. Nice. Alter. Kasten, flache Rampe, steile Rampe, Würfel. Cool. Okay, das Baumenü ist echt wild. Also, boah.
Sehr cool. So. Geil, wir brauchen auch ein bisschen Licht irgendwie, ne? Flammengeschützter Bereich. Ich guck mal, ups. Ich guck mal ganz kurz, wie wir, gibt's hier sowas wie Fackeln oder so? Also Fackeln gibt's, aber kann ich die auch in die Wand hängen? Ich stell nochmal eine her. Ich glaube, wir müssen Lampen oder sowas bauen, ne? Mit Sicherheit gibt's da irgendein, gibt's da irgendeine Dingens. Blaupause oder so. So. Das sind sehr große Fenster, sieht aus wie ein Sommerhaus. Warte mal, das sieht falsch aus. Ist aber schön, also ich mag das. Ich finde das schön. Warte, das sieht irgendwie falsch aus. Kannst du mal kurz mit der Fackel herkommen? Eins, ja. Zwei, drei. Ah, hier fehlt nämlich noch eine Riege. Oh, oh. Ja. Erik. So, Entschuldigung, jetzt aber. Jetzt müsste... Da fehlt auch eine, oder? Achso, ich kann ja gar nicht hochspringen. Oh. Okay. Sollen wir die Sachen jetzt da reinbauen? Oder ich weiß nicht genau. Das Lagerfeuer wäre vielleicht cooler drin. Da habe ich einen Knick in der Optik oder ist das hier auch noch? Fehlt da auch noch einer? Wo fehlt einer? Hier bei dem Fenster. Ja, ich mach schon. Ich hab's ja gesehen, ich wollte es nur nicht wahrhaben. Okay. Eins, zwei, drei. Schon, ja, Erik, was ist denn? Also was ist denn jetzt los mit dir? Das ist ja. Kannst du kurz mit der Fackel oder was ist? Egal jetzt. Ich komme mit der Fackel, ich hab schon. Ich hab schon. Soll ich dir auch noch deine Brille mitbringen oder geht das so? Tobi, ich bin ein alter, weiser. Wo willst du dein Lagerfeuer hin haben? In deinen Arsch, Tobi. Oder dein Bett am besten. Hm? Willst du noch eine Heizdecke haben oder geht das so? Jetzt bau das scheiß Lagerfeuer dahin, Mann. Wohin? Mann, irgendwo. Ja. Jetzt baust du doch einfach irgendwo hin. Nee, da gefällt mir nicht. Leck mich, ich baue mein eigenes Haus. Leck mich. So, warte. Ich setze mich jetzt hier hin. So. Nee, dann stehe ich wieder auf. Tobi, warte, ich halt meinen Fuß ins Feuer. Warte, hier. Einfach die Hornhaut so, um so einen Stock geknirpst. So. Ah, der Boden ist noch ein bisschen sehr steinig hier, ne? So. Aber es ist nicht kalt hier drin, ne? Trotz, dass die Fenster so groß sind. Nee, auch kein Zug. Ah, doch, hier ist es kalt. Hier ist es kalt tatsächlich am Fenster. Oh. Aber hier nicht, weil das Lagerfeuer hier steht wahrscheinlich. Ah, das kann sein. Ja. Okay, krass. Dass das so detailliert tatsächlich ist, ist auch wieder krass. Ich glaube, es kommen noch Fenster. Ich bin mit... Huch. Tobi! Das war mein Mikrofonarm, ja? Ich muss den mal ölen. Dein Mikrofonarsch war das. Was ist da wieder los? Warte. Ach, guck mal. Oh! Tobi, machen wir uns das Lagerfeuer weg. Wie macht man etwas weg? Aufnehmen. Ach, hier. Ja. Warte, ich will mal ganz kurz was testen. Ist das richtig rum? Huch. Muss erst. Ah. Warte. Oh, hä? Wie cool. Okay, aber. Irgendwie ist das viel dunkler. Das stimmt. Aber es sieht cooler aus. Können wir da vielleicht Tierköpfe drüber aufhängen? Das wär wirklich schön. Warte mal, was mir gerade einfällt. Warte mal. Okay, warte mal. Ich probiere mal was. Nein. So. Oh, ich sehe genau, was du machen willst. Ach ja, stimmt. So. Ich finde, Tobi hatte seine Chance genug gebaut, macht das Lagerfeuer weg. Reicht dann jetzt auch. Entschuldigung. Aber guck mal, das ist irgendwie geil, oder? Das ist nice. Hä, wie cool. Müssten jetzt mal nochmal einmal rum. Ich weiß noch nicht genau, ob wir dann noch weiter vorsitzen können da. Ist natürlich jetzt nur... Ist alles nur Mummenschanz. Soll ich mal probieren? Ich setz mich mal hin, warte. Ja. Cool, Tobi. Okay.
Hä, ich hab nicht mal gedrückt gehalten, warte. Warte, du bist noch mit R, musst noch drehen. Oh Gott. So? Ja. Sitzt das in der Mitte? Ich glaube. Ja. Okay. Cool. Oh. Ja, geil. Okay, geil. Nice. Ich würde später, glaube ich, sogar noch mal einen vorziehen irgendwie und hinten noch mal Stein reinmachen als Rückwand, oder? Ja, doch. Das ist schon cool. Dann kommt man oben noch auf einen Kamin. Auch. Geil. Gut, ist ein bisschen sehr dunkel hier, bin ich ehrlich. Also. Ja gut, wir können bestimmt noch Fackeln bauen, oder? So, warte. Wir haben noch nicht mal gespielt. Wir machen die ganze Zeit nur Bauen, ne? Wir haben noch nicht mal das Spiel gespielt. Ja, aber das ist, ich glaube, das ist Teil des Spiels mit, oder? Das ist, glaube ich, schon okay. Warte. Fenster. Holzfensterrahmen, okay. Oh, du hast gerade Roboterstimme. Ja, das war du, die Tobias. Genau so. Oh, okay, warte mal, ich brauche mehr Harz. Habe ich immer noch Roboterstimme? Nee, jetzt wieder gut. Okay, super. Warte. Gott, man darf mir sowas hier nicht geben. Man darf mir sowas nicht in die Hand geben. Warte. Ah, hier ist schon auf der 3. Ich würde aber mal ganz kurz die Hundis rauslassen. Wie lange bist bevor du weg? Wir jetzt gleich, bevor wir jetzt gleich losziehen. Ja, so, weiß ich, so fünf Minuten, sechs Minuten. Okay, easy. Ich muss eine Treppe runterlaufen. Also eher eine Stunde. Also eher eine Stunde, ja. Ja. Okay, ja. Ja gut, dann teste ich ja nochmal so lange weiter rum, ne? Ja, ich bin gleich wieder da. Ich beeile mich. Okay, bis gleich, Tobi. Grüß mal die Hundis, ne? Bis gleich. Bis gleich. Ja, bis mach gleich. Ich. Bis gleich. Du, du, du. So, ich muss die Gelegenheit nutzen. Und ich muss alles bauen. Oh, dafür brauchen wir Miasma-Holz. Das kommt alles noch später. Ne? Also Gleiter, Greifhaken und so, das machen wir alles später. Tische, Feuerstellen, Stühle, Bänke. Aber ich glaube, wir haben fast nicht genug Zeug, ne? Ich probiere mal die Fensterrahmen einzusetzen. Ich weiß noch nicht genau. Wir müssen mal gucken. So. Miasma ist dieses Zeug, was, ne, was so blau leuchtet, was die Pilze ausstoßen. Da kommen wir später noch zu. Und Miasma-Holz sind quasi befallene Bäume. Sag mal. Das ist viel zu klein. Oh, okay. Ich glaube, wir müssen da unten noch eine Dingens raus. Ich baue nochmal ein paar. Ich teste mal, ja? Ich teste mal was. Was haben wir nachher? Was ein Geschirr? Ach, eine Holzschüssel. Kann ich die als Helm benutzen? Türen gibt's auch, aber dafür brauchen wir eine Holztür. Wir können eine Doppeltür craften. Okay, das ist geil. Und dann hier oben Holztür, primitive Holztür, okay. Da brauchen wir Holzscheite für und dafür brauchen wir wahrscheinlich noch was anderes, ne? Da müssen wir mal gucken. Geil. Ich probiere noch mal ein paar Fenster. Okay, warte. Warte. Warte kurz. Ihr seid so böse. Oh. Nein. Oh, nicht genügend freier Platz. Oh, was? Ist ja noch bei Minecraft, wenn man Minecraft gespielt hat und dann ist jemand AFK gegangen und du hast hier mit Obsidian zugebaut? Das fand ich immer furchtbar. Das fand ich immer, weiß ich nicht. Das ist so Kleinkinderverhalten. Das macht man einfach nicht. Das ärgert die Leute ja auch. So. Schade, dass wir kein Obsidian haben. Okay, da ist nicht genügend. Okay, warte. Warte, komm schon.
Also, Mist, ich passe da nicht mehr drauf, ne? Okay. Ist ein bisschen schwieriger hier. Ich hätte einfach Platten nehmen sollen. So. Moment, ich hab's gleich. Das ist wichtig. Ich muss das machen. So, warte. So. Ich glaube, ich lass. Warte, weißt du was? Ich habe eine gute Idee. So. Mal hier so. Das haben wir jetzt ja, so. So. Und jetzt ganz kurz noch. Hier so auf Augenhöhe. So, warte. Kann man da noch durchgucken? Nee. Nicht genügend freier Platz. Okay, warte. So. So. Psst. Okay, jetzt aber ganz schnell. So, warte. So, jetzt noch Lava reinkippen. Ach, ist ja nur Spaß. So. Sieht wirklich aus wie ein Pizzaofen ein bisschen, ne? Es sieht wirklich aus wie ein Pizzaofen. Oh, wie geil. Lal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 a. Oder wie der Ofen bei der Hexe von Hänsel und Gretel. Wo Hänsel reingeschoben wurde. So sieht das nämlich aus. So. Oh. Platzieren, platzieren. Oh, das passt aber. Da oben leider nicht. Okay, das ist halt doof. Wir müssen nach unten doch noch einen Block machen. Kann ich die wieder abbauen? Kann ich die Fenster wieder abbauen? Wie kann ich Fenster wieder abbauen? Ah! So, warte, warte, warte. Ich mach nochmal unten eine Reihe weg. Warte. Wir haben ja oben eher auch noch... Ah, okay. Ich hoffe, das ist nicht zu viel, ne? Eigentlich fehlt oben eine Reihe, aber naja. Ist egal. So. Einfach auf Wandhöhe. Auf Bodenhöhe. Wir müssten eigentlich auch noch unten eine Holzdingens reinmachen, ne? Oh, sieht aber eigentlich ganz geil aus. Eigentlich sieht das schon ganz geil aus. Bisschen modern, ne? Aber hey. So, ich mach nochmal eins. Das sieht aus wie ein gutes New Yorker Apartment, nur ohne New York. New York. So. Fenster rein, hier rein, da und dann... Nein, ja, nein, ja. So. Sieht nicht sehr medieval aus, sind wir mal ganz ehrlich. Also das jetzt nicht, aber ist trotzdem cool. Aber ich glaube, es fehlen noch irgendwie, ich glaube, Glas fehlt noch. Kann sein, dass wir noch Scheiben einsetzen müssen später. Ich glaube, wir können später noch, können wir später noch machen. Jetzt noch ein schöner Tisch. Wir haben keine Holzscheite. Kann ich Holzscheite bauen? Holzfäller, Axt, Spitzhacke, bla bla. Waffe für mittlere Entfernungen, Magierstab, Knochen und Harz. Und der ist nur Knochen. Okay, warte mal. 11 Schaden, 7 Kraft. Ein einfacher Magierstab aus verkalkten Knochen, rudimentär, aber effektiv. Magierstäbe können mit Hilfe von Mana-Zauber beschwören, rüste Zauber aus, um sie zu bewirken. Und hier, er ist leblos und kalt und feuert magische Eisgeschosse ab. Ja, ist ja wie deiner. Ich probiere mal aus. Mal gucken, was passiert. Garn, Bauhammer, Flammer, Werkbank, Bandage. Ich guck nochmal schnell. Schilde. Wir könnten auch normalen Schild machen, aber ich habe ja schon einen. Okay. Dann würde ich mal eben ein bisschen... warte mal. Die kommt weg. Ach, ist ja auch eine Waffe. Okay. Zeig mal her. Okay.
ich guck nochmal, ob das in Ordnung ist. Ich glaube, er ist gegart inzwischen. Gedünstet. Turbinato LP gedünstet. So. Ich glaube, auf der Seite will ich auch nochmal Fenster haben. Ich weiß noch nicht genau, was wir sonst alles... Weißt du was? Die Werkbank bringe ich mal rein, oder? Aufnehmen. Ich bringe die Werkbank mal rein. Warte. V. Kann ich eigentlich mit V direkt rein? Ja, das ist viel besser. Okay. Dann... Aber... Oh, man kriegt die Materialien nicht wieder. Oh. Garn und Holzscheit. Nick. Hey, Tobi. Hilf mir raus. Meine Haut brennt. Hilf, ich höre Stimmen. Wo kommen diese Stimmen her? Hä, ist das dein Ernst? Hast du mich hier eingebaut? Hä, was? Wo? Tobi, wo bist du? Erik! Bist du hier draußen? Erik! Bist du hier draußen? Tobi, wo bist du denn? Erik, lass mich hier raus! Raus! Ey, oh, Tobi, was machst du? Hä, was machst du im Pizzaofen? Komm da raus! Suchst du wieder Salami-Reste? Tobi, was ist los mit dir? Erik, ich geb dir meinen Fuß! Oh, es ist so gut einfach. Es ist einfach so gut. Das ist ja wirklich, frech, ne? Tobi, du brauchst einen Bauhammer, glaube ich, ne? So. Ich habe einen. So, jetzt komm raus da. Oh. Oh nein, der Hulk. Der Hulk. Oh nein. Nein. Er hat mich nicht gesehen. Oh, der DBD-Killer hat mich nicht gesehen. Ja, hast du zugebaut, ne? Scheiße, wa? So Frechheit, baut er mich da einfach ein. Der Chat ist schuld, der wollte das unbedingt. Der Chat ist schuld, aha. Aha. Natürlich, ne? Natürlich deiner, meiner ist cool. Okay, Chat, wart ihr daran schuld? Ich frag euch, ne? Weißt du, woran ich gerade denken muss? An die Szene aus Leben des Brian. Sie war's. Nein, der Chat sagt nein. Gut, dann klar, das ist ja immer eine glaubwürdige Quelle. So. Nein, Eriks Chat, okay. So. Der Chat da drüben. So. Erik war schuld, er hatte Langeweile. Okay. Langeweile? Ich habe Fenster gebaut. Guck mal, Tobi, wie geil die aussehen. Guck mal hier. Nein, ich habe keinen Bart. Hä? Tobi, was? Tobi, guck mal hier, wie geil die Fenster aussehen. Da ist ja sogar Schattenwurf. Hä, wie cool. Ja, ist voll geil. Ich habe die Werkbank mal reingeholt. Geil. Und ich habe einen Pizzaofen gebaut, Tobi. Bist du stolz auf mich? Ja, das ist Hammer, ja. Das war ganz toll. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Habe ich einfach spontan gemacht. Ach, hier sind ja lauter Holzscheite. Hab ich die Kiste einfach hier liegen lassen erstmal? Erik ist schuld, der wollte eine Tobi-Pizza. Ah, da ist Ananas drauf. Was? Tobi, ja, klar. Wo in deinem Körper befindet sich denn eine Ananas? Erik, die darfst du finden, das ist der Teil der Tobi-Pizza. Das ist wie Kinderüberraschung. Kommt die noch raus? Das tut doch weh. Ja, ich merke das ja dann irgendwann nicht mehr. Außerdem kein King-Shaming, Erik. So, oh, was ist denn das da? An Ziege. Gut. Wie hast du mich genannt? Warte mal, ich habe die winzige Truhe noch angepinnt. Ich glaube, das möchte ich mal... Wie kann ich das denn wegmachen hier? Warte mal, wo war denn die winzige Truhe? War die bei der Werkbank? Ich muss mal das Angepinnte wegmachen. Warte. War die Kiste nicht hier irgendwo? Baugerüst ist auch geil. Pflanzenfaser-Dachblock. Oh, geil. Oh, Strohdächer. Stauraum. Winzige Kiste. Da, wegmachen. Okay, wir brauchen auch noch Betten, ne? Oh, können wir sogar machen. Können wir die schon bauen? Ich bräuchte noch ganz kurz Stofffetzen. 6 Garn muss ich noch machen, warte. 1, 2, 3. 4. Nun. Ich brauche nochmal Pflanzenfasern. Wo kannst du die bauen? Ich habe die, glaube ich, noch nicht. Ich weiß nicht, ist einfach bei meinen Rezepten drin. Vielleicht, weil ich so viel rumbaue irgendwie gerade die ganze Zeit.
Aber ich glaube, wir müssen das. Ach doch, hier Betten. Ja, okay, ich bin doof. Ah, okay. Ich glaube, wir teilen es auch die primitive Matratze. Okay. Genau, wir teilen es auch die Rezepte. Ah, okay, man drückt da drauf und dann kann man oben nochmal auswählen, welches. Ah, okay. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Aber ich brauche noch Stofffetzen. Läuft da noch eine Leiche rum irgendwo? Oder kann man auch Wandfackeln machen, Erik? Ja, eine haben wir schon im Haus. Guck mal, bei dem Eingang. Echt? Ach, tatsächlich. Hä, wie cool. Haben wir denn hier... Hier läuft keine Leiche mehr rum? Frag doch mal Julia Leischig. Was? Was? Wen? Ja, die heißt so. Julia Leischig. Ist so eine RTL-Moderatorin gewesen. Ach so. Oh, hier ist eine. Oh, dass du die nicht kennst. Einfach angegriffen? Frech. Ich habe gerade woanders hingeguckt. Gefahren in der Nähe. Oh, shit, ich dachte, das heilt mich. Ich hatte diesen roten... Oh, hab ich gar nicht gesehen. Okay, alles nehmen. So. Aber fehlt mir irgendwas, um das Fleisch aus diesen Viechern rauszuprügeln? Braucht man da irgendein bestimmtes Werkzeug für? Kann sein, dass es später erst kommt, das weiß ich nicht genau. Du hast doch vorhin auch schon eine Ziege erledigt und da kam doch auch Fleisch raus, oder? Nee, da kam nur Leder raus, glaube ich. Oh, okay, krass. Ja. So, ich mach kurz das hier. Ein bisschen Zeit haben wir ja. Oh geil, Stofffetzen, sehr gut. Die brauche ich auch gerade. Sonst ist hier nichts. Oh, die Mucke erinnert mich ein bisschen an Witcher, ne? Oder an Valheim. So im Hintergrund? Oder an Valheim. Oder Valheim. Also ein bisschen nordisch halt, ne? Schon geil. So. Ich habe mal Stofffetzen besorgt. Mach ich auch Damage? Oh, Fleisch. Okay, man kriegt auch so Fleisch, aber vielleicht nicht immer. Nicht bei jedem wahrscheinlich. So, warte. Krass. Glühwürmchenlampe kann ich jetzt bauen. Okay. Oh ja, stimmt. Ich habe gerade ein Glühwürmchen aufgehoben. Ah, deswegen. Okay, wir teilen uns alle Rezepte. Das ist sehr gut. Ah, das ist geil. Was meinst, ist deins, Tobi? Was meinst, ist deins? Und umgekehrt natürlich. Was dir gehört, gehört mir, Tobi. Jetzt gib mir diese Hanuta. Nee. Gib mir diese Hanuta. Oh, das ist ein Wolf. Nein, der greift mich an. Okay, doch nicht, der läuft weg. Feiner Wolf, brav. Sehr gut. Was blubbert denn hier noch? Oh, sag mal, ist das Eisen hier? Ach, das ist Feuerstein. Mann, lol. Tobi, ich habe eine Geheimtür gefunden. Hä, wo bist du denn schon wieder? Hast du Spaß ohne mich? Ja, ich bin in der Gruft. Ich wollte ja Stoff sammeln und jetzt bin ich in der Gruft. Einfach bin ich runtergegangen. Und hier ist es echt kacke düster. Kann ich die Fackel? Oh ja, viel besser. Du bist fast tot, ne? Naja, geht so. Tobi, wenn man fast tot ist, weiß, was man da am besten macht? In Rente gehen? Ja, warte, ich trinke meinen Heiltrank. Ah. Wie, du hast einen Heiltrank? Ah, besser. Ah, viel besser. Was hat der denn gemacht, wo ich nicht da war? Nee, der lag hier unten gerade. Habe ich zufälligerweise gefunden. So, alte Bücher habe ich gefunden. Cool. Ich kann alte Bücher abbauen. Ja. Oh. Hallo. Was machen in mein Zuhause? Ja, wenn es hier nicht stinken würde, kann man hier wirklich wohnen, ne? Was? Ja, hier ist doch Miasma überall. So, geil, noch ein Stoff. Kannst du eine Fackel ausrüsten gerade? Ja, warte mal, ich hab die, glaube ich, sogar dabei. Guck mal. Oh, Alter. Ich wollte nämlich mal gucken, was passiert, wenn man hier... Okay, das geht, aber da ist nichts drin. Das ist auch eine Holzscheite, okay, warte. Und hier? Holzscheite, was ist das da? Garn, okay, lohnt sich überhaupt nicht.
Das hier sind auch noch Holzscheite, ne? Ja. Und die Truhe? Egal. Machst du auch manchmal Winterurlaub in Garnen, nicht Spatenkirchen? Hast du wirklich gerade so lange gebraucht, um diesen Witz auszudenken? Nö, ich habe überlegt, welchen ich von den ganzen Garnwitzen bringe. Der war gar nicht gut. Frag mal deinen Chat, die wissen, der war gar die wissen nicht auch gut. Einige. Nein, hör auf, die anzustiften, Tobi. Das kommt die ganze Garnison wieder mit ihren Witzen. So. Kennst du Gustav Garns? Was, ich habe einen gebracht. Dann heißt es gleich wieder Tobis Schuld. Hey, Tobi. Hex, Hex. Was kann der denn schon alles? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Hast du dir einen Zauberstab gecraftet? Nein. Klar. Nein. Zauberstab da unten. Magiestab. Ich bin ein Zauberer. Ein Zauberer. Ein Zauberer. Hast du eine Brille zufällig auf? So. Und so, ein komisches, so einen komischen Blitz auf der Stirn? Fände ich nämlich ziemlich uncool. Ja, das geht gar nicht. Das zeigt nur deinen Menschenhass. So. Ich meine, ich hoffe. So. Was wollen wir denn machen, Tobi? Wollen wir vielleicht mal weitermachen? Oh, warte mal, ich bin ausgeruht gerade. Geil, ich heale. Ah, diese Ausruhigkeit. Ich wollte Betten bauen. Für uns beide, Tobi. Ich würde sagen, ich mache mal den Pizzaofen wieder weg. Schade. Der Tobinator, das passiert alle 2 Jahre. Ja, dann verpuppt er sich in so einem Kokon und kommt als wunderschöner Schmetterling wieder raus. Wunderschöner Schmetterling, sagt seine Mutter. Aber eigentlich ist das wieder so eine Lebensmittelmotte. Sag mal. Worte verlassen meinen Mund, Tobi, und ich weiß nicht, was ich rede. Das machst du doch auch nur, weil die erste Folge vom Placement jetzt rum ist. Das Mobbing hier. So. Boah, stell mal vor, was für ein Abfuck. Du verpuppst dich einfach, weißt du, und denkst, oh, jetzt geht's los, endlich werde ich schön. Und dann bist du aber so eine fucking Lebensmittelmotte. So eine super nervige Scheiße. Ich würde dir so hart auf deine Gurken scheißen, ne? Was? Als Lebensmittelmotte, ich würde dir hart auf deine Gurken scheißen. Nee, du scheißt mir auf meine Gurken. So. Ist das schon Mobbing am Arbeitsplatz? Das ist Motting am Arbeitsplatz. Warte mal, ist das? Habe ich in einem Chat gelesen, Tobi? Nee, hast du gar nicht. So. Ich finde den Kamin aber immer noch cool. Ja, ich auch. Es fehlen nur die Tierköpfe. Ich glaube, ich würde den sogar noch ein bisschen ausschmücken. Also wirklich nach so eine Steinwand hinterbauen und so und dann mal gucken, ne? So. Hier ist noch einer. Oh, so. Okay, gut. Das haben wir zurückgebaut und ich wollte eigentlich jetzt noch Betten bauen. So. Und dann sollten wir wirklich mal los, ne? Ja, können wir gerne machen. Wir haben, glaube ich, noch nichts vom Spiel gezeigt, außer unsere grandiose. Warte mal, was ist denn das hier? So rum? Oh. Was denn? Le Kiste ist voll. Tobi, möchtest du ein Doppelbett oder möchtest du getrennte Betten? Ich bin da nicht so wählerisch, weißt du? Ich nehme es, wie es kommt. Okay. Ach, man kann besser. Oh nein, warte mal, Tierfell. Ich habe Tierfell. Warte mal, Tobi, ich mach uns. Weißt du was? Ich reiß die Scheiße gleich wieder weg. So. Aufnehmen und ich mach gleich ein besseres Bett. Weil wir es können. Herstellen. Oh, kannst du das? Ja. Ich brauche auch noch mehr Garn. Ich geh mal kurz mehr Garn holen. Ich habe schon welches geholt. Wie viel brauchst du denn? Ich habe 2. Reicht das? Nein. Oh, okay. So, warte. Die Büsche, wachsen die nach? Also bis jetzt habe ich hier noch gar nicht gesehen, dass irgendwas nachgewachsen ist. Ich weiß es nicht. Das ist ein sehr beliebter Baum bei Wespen hier offenbar. Wow. Oh. Wow, wow. Oh. Kann man die Dinger sammeln? Oh. Alter. Die sind aber nicht hinter mir her, oder?
Oh, der arme Tobi einfach. Oh, der arme Tobi, kriegst du mal ab. Mehr Glyphosat, bitte. Wir brauchen mehr Glyphosat. So. Oh, die kommt zurück. Hau dich nicht zu mir. Verfolgen die mich auch? Süß. Ah, doch, die verfolgen mich auch. Interessant. So. Gegner getötet. Geil. Ich habe XP bekommen. Cool. Das waren die Wespen. Danke, Erik. Gerne. Wollt mal gucken, was geht. Mit meinem magischen Stab habe ich sie besänftigt. Was? So. Wie kann ich mich denn heilen? Also was muss ich essen, damit ich mich heilen kann? Versuch mal nach Hause zu gehen, also bei uns in die Bude zu stellen, ob du dann automatisch heilst. Weil man dann ausgeruht ist. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Ah ja, könnte sein. Hier steht ausgeruht, tatsächlich. Oh, 13. Komm, vor Level 6 sind wir schon. Okay. Cool. Nice, Erik. Was? Okay, ich brauche einen Bogen. Na, wir machen so langsam, ne? Wir machen so langsam. Sobald mein Arm juckt. Was wollte ich? Eigentlich wollte ich was anderes. Ich wollte ja, Fizzel sammeln. Pilze? Nicht Pilze, sondern Fizzel. Fizzel? Kriegen wir hier Fizzel eigentlich? Kriegen wir hier Fasern oder nur Holz? Ja, ich glaube nur Holz, ne? Bisschen Harz, okay. Oh, okay, schade. Wir brauchen. Was ist halt mein Kinderriegel zu essen? Ich will auch einen Kinderriegel. Ich will auch Kinderriegel. Hä? Kabadox, gib mal was ab jetzt. Kannst du nicht einfach in den Chat schreiben und nichts abgeben? Was ist das denn? Das macht mich fast sauer. Also eigentlich aggressiv macht mich das. Ja, ja, also ich bin da jetzt aber auch ganz schön erbost drüber. Ja. Vor Zorn. Esse ich jetzt Tut mir leid, schon alles weg. Was? Rein aus Zorn esse ich jetzt ein McNugget. Du Armer. Das ist natürlich kein Kinderriegel, das ist schon schade. Ja, das stimmt. Ja, endlich mal das Mitleid, das mir zusteht. Aber vielleicht schmeckt es ja wenigstens nach leidendem Küken. Nö. Es schmeckt nach leckerem McNugget-Tuben. Entschuldigung. Hast du schon mal vom Burger King? Hast du schon mal vom Burger King die Plant-Based Nuggets gegessen? Ja. Die sind mega. Jetzt in diesem Moment gerade, Tobi. Oh, die sind. Oh ja, die sind Plant-Based geil. Boah, die Plant-Based schmecken. Ich finde, die schmecken einfach geiler als die normalen, ne? Ist so. Boah, voll geil. Das hat die mir einfach mitgebracht. Voll geil. Voll nice. So. Reicht es jetzt schon? Ich hätte eine große Box mit Duplo für alle in den Chat. Normale weiße mit Kokos mit Zimt. Oh. Hört doch auf jetzt. Hört doch auf jetzt. So, warte. Mit Zimt, die sind geil. Warte, die kenne ich gar nicht. Okay, ich brauche Garn. Ich brauche Pflanzenfaser und Garn. 6. Okay, gut. Wir brauchen noch 3 Garn. Ich glaube, so wie kriege ich ja gar nicht zusammen gerade. So. Warte mal, ich habe noch 2 Garn. Warte, ich gebe dir die. Ja, aber die bringen leider nicht so viel. Ich habe dir 4 Pflanzenfaser noch gegeben. Da könntest du auch noch mal 1 Garn draus machen. Ich weiß nicht, ob du noch brauchst. Okay, 2 Garn. Mal sammeln. Okay, 2 Garn brauche ich noch. Mal gucken. Vielleicht waren es genau die, die ich brauchte. Betten. Herstellen. Haben wir jetzt 2. Warte, Rucksack ist B, muss ich mir merken. 2, wunderbar. Okay. Ich hab die Betten gebaut. Oh, ich komm mal. Ich habe hier gerade noch ein Buch gefunden, da musst du gleich nochmal hin. Ich zeig dir das gleich, da kannst du noch XP sammeln. Oh, gut. Cool. Warum grinst du so verschmitzt? Ich grinse nicht verschmitzt. Ich überlege gerade, ob ich die Werkbank vielleicht auf die gegenüberliegende Seite bauen soll, weil das sonst so eng wird da in der Ecke. Okay. Meine ich doch nicht.
Und? Was sagst du? Ich schlaf hier. Ich muss auch gar nicht schlafen. Ich kann mich auch hier hinsetzen. Das ist gar kein Problem. Warum auch ein bisschen jetzt so. Ah, Tobias. Kein King-Shaming, Erik, kein King-Shaming. Oh, wir lassen die beiden ein Placement machen. Oh, das klingt nach einer guten Idee. Oh, puh. Oh. Ja, nun. Ich glaube, ich stelle die Werkbank mal drüben hin. Hier am Fenster ist zwar schön, aber irgendwie... Ich habe heute Nacht geträumt, dass ich von einem Hund abgeleckt wurde. Hä? Bah! Bah, Tobi, Alter. Was ist falsch mit diesem Jungen? Oh, vieles, glaube ich. Mir ist mal ein Röhrenfernseher auf den Kopf gefallen, den frühen Kindestagen. Ich glaube, das halt noch nach. Ja, das, ja, ja. Ist das wirklich passiert? Ja. Weil ich mich immer dran festhalten musste und meine Mutter hat immer gesagt, lass das. Ja, ne? Hast du aber nicht gemacht, hast du nicht gehört? Nee, natürlich nicht. Und dann ist, okay, verstehe. So, das erklärt, ja. Das erklärt einiges. Alte Fresse! So. Oder ich mach das vielleicht hier so ein bisschen hin, oder? Das sieht dann so ein bisschen aus, als würde man hier so Wissenschaften betreiben. So. Schön. Okay, man kann sich nicht hinsetzen. Okay, man kann sich nicht hinsetzen, aber der ist da. Okay. Oh, er macht wieder sein Workout. So, was machen wir denn, Tobi? Ja, los, würde ich sagen, yeah, oder? Ein bisschen Action. Yeah. Morgens erstmal joggen, um die Flamme joggen. So. Hey, das ist meine Flamme, Alter. Oh, da fällt mir noch was ein, apropos. Wir müssen die Betten vielleicht doch noch anders stellen, eventuell. Du willst Einzelbetten haben, ne? Du kannst sie ruhig so stehen lassen, mir ist das egal. Ich habe überlegt, wenn ich sauf mich eh abends ins Koma, von daher passt das schon. Ich habe überlegt, ob wir den Kamin größer ziehen nach vorne, weil hinten Steinwand ist. Und wir Betten links und rechts daneben stellen, damit der Stein noch warm ist, weißt du, vom Feuer. Und dann schläft, ne, oder? Wäre so von. Ja, das geht auch, klar. Irgendwie auch cool. Das mache ich später, glaube ich. Und dann wollte ich hier so eine Essecke hinmachen. So, wo man. Können wir morgens hier unseren. Morgens, ne, wenn die Morgensonne hier ist, können wir hier unseren Kaffee trinken. Ja, geil. Oh, ist eine schöne Aussicht hier auch, ne, wenn man hier so sitzt. Ja, doch. Auf den Turm da hinten? Ja. Der Turm sieht irgendwie aus, als würde er einen Bossgegner beherbergen oder so. Ich weiß, was da drin ist, aber ich verrate es nicht. Ist da ein Penis drin? Ja. Wenn ich reingehe. Komm mal mit, ich zeig dir das Buch noch. Ja. Kannst du auch XP holen. Penis. Speedrun. Oh, ich kann nicht mehr. Oh. So. Ach, oh, wo warst du denn hier? Cool. Ja. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Leuchtenstein ist gefallen. König Gormander ist tot. Eine Armee von Geisteskranken, widerwärtig und bleich, die kaum ihre Füße über den blutigen Boden heben können. Sie schleppen sich durch unsere Täler, durch das Miasma. Angeführt von der verrückten Wache des Nordens, Forgoth. Ich wusste immer, dass das Elixier nur Misstrauen säen würde. Ich blicke hinauf zu den Warten der Erbauer, hinauf zum Himmel. Es gibt keinen drinnen. Wir müssen standhalten. Balthasar! Geil. Schon cooler Dude, dieser Balthasar. Mhm, ne? Epischer Geschichtenerzähler. Wer fitter als der Walter war? Oh nein. Unser Kumpel Balthasar. Oh nein. So. Dann Pilz. Ey, Tobi, guck mal, hier ist ein
Schieß Bienenstöcke von Bäumen herab, um Honig und Wachs zu sammeln. Sei vorsichtig, die Bienenstöcke sind normalerweise durch ihren Schwarm geschützt. Du bist mutig. Ich wollte weglaufen in deine Richtung. Nein, ich war bereit. Ja, ja. Ich war bereit. Ich hab das schon gesehen. Ich war bereit. So. Alles, was in dem geclaimten Bereich verändert wird, bleibt so. Alles außerhalb des Bereichs bildet sich zum Ursprung zurück. Oh, okay. Ach so. Oh. Also können wir unterwegs bauen, aber es wird irgendwann weg sein. Okay, gut zu wissen. Also wir könnten theoretisch zwischendurch Rast machen. Schnell Betten bauen oder so, keine Ahnung. Dann müssten doch aber eigentlich auch die Bäume hier wieder wachsen. Eigentlich ja. Oh, geil, die Sonne. Okay, das ist nicht unbedingt. Ist nicht die Morgensonne unbedingt. Das mit dem Kaffee klappt nicht so richtig gut, aber schon geil. Man kann ja auch abends einen Kaffee trinken, oder? Ja, ja, na klar. Muss den ja nicht morgens trinken. Na klar. Klar, das geht. Nice. So, aber ja, losreisen würde ich jetzt nicht machen, wenn es Nacht wird, oder? Nee, ich würde sagen, wir gehen gleich noch schlafen und dann easy. Ja, würde ich auch sagen. Ich guck mal, hast du einen Bogen? Aber wir haben keine Pfeile, ne? Ich habe nicht mal einen Bogen. Ich guck mal, ob ich uns einen Bogen machen kann, aber wir haben halt keine Pfeile oder braucht man hier keine? Bestimmt braucht man hier Pfeile. Das hier ist, glaube ich, eh nur zum Sober. Achso, warte mal. Ich weiß es gar nicht. Keule, Bogen. Bogen geht, da braucht man Garn. Schon wieder Garn. Garn doch nicht wahr sein, ey. Okay, ich kann uns zwei Bögen machen. Also kannst du machen? Okay. Ja. Okay, geil. Okay, Holzfalle kann ich jetzt auch. So, warte. warte mal. Er ist Gandalf. Holy shit. Warte. Schenken hier. Einmal. Stimmt, Blutmond. Oh ja, Holzpfeile können wir jetzt machen. Ja, warte, ich hab schon. Und hier, ich hab dir schon einen Bogen. Hast du einen Bogen bekommen? Den habe ich bekommen, ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Hier. Oh geil, heftig. Stylisch. Achso, ich dachte gerade. Hä? Hast du mir zu viele gegeben? Nee, ich hab dir gerade die Hälfte geschickt, ne? 21 habe ich. Ja, okay, dann passt es, okay. Geil. Super. Nice, Erik. Super. Oh, ich bin müde. Ich kann nicht mehr. Du machst mich voll nach. Hände weg von meinem Arsch. Nachtgeschwindigkeit mal 60. Das. Oh, wir haben uns gerade synchron gedreht. Oh, es wird morgen. Geil, Nachtgeschwindigkeit ist 60-fach. Okay, cool. Es ist 14 Uhr. Hä? So sieht es um 14 Uhr aus? Nee, ich glaube, das ist ausgeruht, oder? Ach, das ist der Timer von ausgeruht. Ja, ich dachte gerade so, was? Voll verpennt? Okay. Aber was heißt ausgeruht? Dass man in der Zeit sich wieder auflädt, oder was? Ich glaube ja, wir regenerieren schneller dann, oder? Okay. Ich packe mal noch eine Beeren hier rein, dass ich voll geheilt bin. Ja, ich sortiere mal ganz kurz meinen ganzen Mumpitz hier. Die Fackel tue ich mal da unten rein, glaube ich. Oder die Fackel lasse ich oben. Okay, ich habe zwei Fackeln. Ich glaube, ich packe auch mal ein bisschen Sachen weg. So, kann ich alles auffüllen? R alles ablegen? Habe ich gemacht, ne? Ich habe einfach alles gestapelt hier. Okay, cool. Es geht. Mit welchem Knopf geht das? Mit R. Oh, das ist geil. Das ist das. Eins der besten Features überhaupt bei solchen Games. Ja. Das gibt's bei Palworld zum Glück auch. Ja, Gott sei Dank. Das ist echt gut. Welches Spiel meinst du gerade? Das kenne ich gar nicht. Wie heißt das nochmal? Schmalworld. Da laufen so Striche in der Gegend rum. Die kannst du fangen. Sehr dünne Menschen. Nintendo hat schon geclaimed. Sieht aus wie das I von Nim. Ja, oh. Achso, das war. Wo läuft denn der hin? Achso, der Punkt. Erik, der blutet und hat Schmerzen. Und du beobachtest ihn mal wegrennen. Ich beobachte diesen komischen Punkt, der da rumfliegt dabei. Okay. Blutende. So. Weißt du was? Ich sammle aber trotzdem mal Pilze, weil die können wir mal essen. Wo müssen wir eigentlich hin? Also, reise durch das Miasma. Heißt das, wir sollen einfach hier rumlaufen? Also Miasma ist immer diese blaue Suppe da unten. Ach, guck mal, der hat uns gerade wieder. Wir müssen hier lang.
Ah, ach, bei Tab können wir, glaube ich, kann man sehen, wo man lang muss. Okay. So. Wow, Hilfe, hier ist ein Wolf. Schon kommt man hier. Kann nicht wahr sein. Wow, der Tobi einfach. Richtige Maschinen. Aber die Accuracy will ich da. Okay. Guck mal, die haben nur so hässliche Zelte. Wir haben einfach ein ganzes Haus. Ja, gut, die kann man auch nicht anziehen hier. Was für Keks, ey. Die wohnen wie die Wilden. Kann man eigentlich... Warte mal. Mal kurz was probieren. Hast du gerade versucht, es abzubauen? Was? Da ist doch Stoff dran, oder? Sehe ich das richtig? Ja, da ist Stoff dran. Guck mal. Drei Stofffetzen, Tobi. Habe. Gut, ich meine, theoretisch müsste sich das ja wieder regenerieren, ne? Warte, hier ist noch ein, also, hier ist noch ein Buch. Oh ja. Tagebuch des Hauptmanns, Tag 6. Die Angreifer haben uns die letzten zwei Tage belagert und von der Brücke aus angegriffen. Ihre Augen, dieser Wahnsinn. Wir konnten uns bisher nur gerade so am Leben erhalten. Vielleicht überleben wir den nächsten Angriff nicht. Ich habe befohlen, den Übergang mit unserer letzten Munition zu bestücken. Wenn diese Plünderer zurückkehren, sind wir vorbereitet. Hauptmann Arkwright. Oh, Tobias. Ich bin ergriffen. Das ist schon... So. Ist schön, diese ganzen Zeitzeugnisse zu finden. Das finde ich richtig gut. Dass man die einfach noch sieht, die Ruinen der Vergangenheit, so alles, was hier noch steht von damals. Mag ich. Und dann einfach alles zerstören. Finde ich gut. So, was? Hey, ich habe Wasser gefunden. Was? Oh Gott, ist die Map groß. Ah ja, die Map ist übrigens groß, Tobi. Ach du Heilige, das sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal. Oh Junge. Oh, man kann einfach so Schnellreise machen? Ja, ja, das kommt. Lol. Das kommt auch später noch. Also, kann man das aber jetzt auch schon? Da steht nämlich Schnellreise. Ja, ja, zu unserer Base könntest du jetzt schon zurückreisen, aber die anderen Schnellreisen müssten, wenn ich mich recht entsinne, müssen wir, glaube ich, noch freischalten.